Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich erst vom FIFA und sagen, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Aber bevor das Video startet, könnt ihr noch gerne meinen beiden Discords beitreten. Einmal meinem Trading-Discord und einmal meinem Fußball-Discord. Beides ist kostenlos. Im Trading-Discord schicke ich relativ häufig ein paar Trading-Tipps auf jeden Fall rein. ÜV-Liste, Investitionen, Low-Budget und so weiter. Und beim Fußball-Discord können wir uns über sämtliche Fußballthemen einmal unterhalten, sei es über die La Liga, über die Bundesliga, über die Ligue 1, Premier League, Serie A oder sonstige Ligen oder generell über alles könnt ihr euch da diskutieren drüber. Beide Links dazu in der Videobeschreibung, aber jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. Leute, ihr könnt schon am Titel sehen, heute gibt es nochmal ein neues Trading-Video hier auf meinem Kanal. Und ja, das TOTS hat gestartet und deswegen kann man diese Woche wieder sehr, sehr nice investieren. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Gleich gibt es noch ein paar UV-Karten. Und zum Schluss gehen wir nochmal auf eine Low-Budget-Trading-Methode auf der PlayStation drauf ein. Aber wie schon erwähnt, es geht los mit den Ratings, wo man sehr gut diese Woche investieren kann. Ich sage zu jeder Ratinggruppe so ein bisschen, also ab 84 bis 90 so ungefähr, sage ich zu jeder Ratinggruppe was und zu jeder Karte, ob man da investieren kann oder halt nicht. Und ich würde sagen, es geht los mit den 84er Ratings. Ja, 84er Ratings sind sehr, sehr billig, muss man einfach halt dazu sagen. Munjain bei 2,7, also das ist sehr, sehr, sehr billig aktuell. Aber hier muss dann die passende SBC kommen. 84er Ratings sind nicht so wie 86er Ratings, die man überall einbauen kann. Weil wenn jetzt so eine High-Budget-SBC kommt, beispielsweise, werden 84er sehr selten benutzt und die steigen dann nur so um 500 bis 600 Coins halt an. Also hier muss dann schon die passende SBC dazu kommen und deswegen könnt ihr eventuell bis maximal 2.500 hier investieren, wenn ihr so gar kein Budget habt. Aber müsst natürlich auch dieses kleine Risiko eingeben, dass halt nicht die passende SBC kommt. Und nächste Woche kommt natürlich das nächste TOTS, Premier League TOTS. Und dann kann es natürlich nur mal passieren, dass die auf 2.000 Coins runtergehen können. Ja, deswegen ist euch überlassen, ob ihr da rein investiert. Wie gesagt, es muss die passende SBC kommen. Es kann natürlich passieren, wenn jetzt ein Icon Pack oder sowas kommt, wo man halt 84er, 85er, 88er oder sowas braucht, kann es schon passieren, dass die dann auch um 1000 Coins oder so steigen. Aber ist euch überlassen, ob ihr investiert. Ich würde es eher abraten, weil wenn ihr mehr Budget habt oder so, könnt ihr eher in 86er diese Woche investieren und 87er. Sehr sympathische Karten, aber da geht es jetzt gleich mehr drauf ein. Ja, 85er sind viel zu teuer, einfach wenn man das Verhältnis zu den 86er sieht. Deswegen geht es einfach direkt weiter mit den 86er Ratings. Ja, 86er, wie schon gerade angekündigt, kann man sehr, sehr nice bis 12.000 Coins diese Woche investieren. Ja, vor allem wenn ihr hier den McLaren da unten bekommt. Die Inform-Karte, sehr, sehr nice Karte, bis maximal 12.000 Coins, aber auch die anderen Goldkarten könnt ihr sehr, sehr gerne bis maximal 12.000 Coins einmal mitnehmen. Und ich denke auch da, dass beim Premier League TOTS nicht so viele Karten jetzt noch weiter runtergehen werden. Auf maximal 11.000 Coins, denke ich, könnte es passieren. Aber wenn diese Woche eine sehr nice SBC kommt, 86er steigen meistens immer sehr, sehr gut an, also so auf 14.000 Coins oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Woche noch gehen könnten. Und ja, wenn euch, wie gesagt, das Risiko zu groß ist, dann baut lieber eine UV-Liste mit den Karten, dann könnt ihr das sehr gerne auch machen, 84er und sowas, alles mit auf die Liste nehmen, 84er, 86er, ja, auch bis zu dem Preis, den ich gerade genannt habe, und dann halt 2.000 Coins teurer anbieten, dass ihr pro Karte ungefähr 1.000 bis 2.000 Coins halt macht. Gut, dann würde ich sagen, geht es weiter mit 87er Ratings. Bis maximal 15.000 Coins kann man da auch überhaupt nichts falsch machen, sind beim absoluten Tiefpreis. Und ja, bis 15.000 Coins, die waren letzte Woche noch auf 20.000. Also ich denke auch, dass sie diese Woche nochmal so auf 17.000 bis 18.000 Coins gehen können. Und da macht ihr auch einen Gewinn von ungefähr 1.000 Coins pro Karte. Ja, dann kommen wir jetzt zu den 88er, 89er und 90er Ratings. Ja, 88er könnte man auch noch überlegen mitzunehmen, aber da würde ich dann doch eher empfehlen, diese Woche ein paar Karten mit auf die Liste zu nehmen. Da habe ich gleich natürlich auch noch ein paar rausgesucht, aber ich kann es jetzt schon mal vorab sagen. Hier die drei Karten, sehr sympathisch für die UV-Liste. Wenn ihr die bis zu 20.000 Coins bekommt, kann man da auch nichts falsch machen, wenn ihr die mit auf die Liste nehmen könnt. Da werden einige Karten auch von weggehen. Wie gesagt, bis maximal 20.000 Coins und dann 2.000 Coins teurer anbieten. Mit
bedeutet dann für 22.000 Coins Startpreis und 22.250 Coins Sofortkaufpreis. Ja, sonst könnt ihr aber theoretisch auch investieren, wenn ihr wollt. Aber hier sage ich schon mal vorab, 88er, 89er, 90er haben halt das Risiko, dass sie nochmal ein bisschen weiter runtergehen können. Das ist halt bei 87er und 86er nicht der Fall, weil 88er ist halt das Problem. Da muss dann auch schon die Banger SBC kommen, wo man ein sehr gutes Rating benötigt. Und wo dann natürlich auch noch was sehr Nices rauskommen muss, wie zum Beispiel den Icon Pack halt, wenn es nur ein 88er Team oder sowas gibt, dann steigen die natürlich sehr, sehr nice an. Also wenn ihr wollt, könnt ihr die mitnehmen, bis zu 20.000 Coins investieren, aber ist euch überlassen, auch hier wie bei den 84er Ratings. Es kann natürlich passieren, dass sie halt sehr gut ansteigen werden, die waren letzte Woche noch auf 30.000 oder so, also das kann natürlich auch passieren, denke ich aber eher nicht, weil nächste Woche halt schon das nächste TOTS kommt. Ihr müsst halt wirklich gucken, dass ihr die Karten über die Woche verkauft bekommt, und das gleiche ist halt auch bei den 88er, 89er und 90er Ratings. Ja, 89er könnt ihr auch überlegen, bis 29.000 Coins mitzunehmen, das gleiche wie bei den 88er und 84er Ratings. Auch hier ist es euch überlassen. Also sichere Invests diese Woche sind für mich 86er und 87er. Ab 88er, 89er, 90er bzw. auch 84er ist es halt euch überlassen, ob ihr das Risiko eingehen wollt. Und 90er könnt ihr auch bis 37.000 Coins mitnehmen. Und ja, wie gesagt, das waren meine Invests diese Woche, in die ihr einmal gerne investieren könnt. Wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, 86er, 87er sympathisch, 84er, 88er, 89er theoretisch auch noch würden funktionieren, ist aber euch überlassen, ob ihr dieses Risiko eingehen wollt. 90er würde ich eher von abraten, weil die noch sehr, sehr teuer sind, und im Verhältnis können wir uns das auch nochmal hier angucken. Ich meine, die sind um 10k teurer als die 89er und das ist schon sehr, sehr hoch. Ja, deswegen, wie gesagt, sicher 87er, 86er. Aber ihr könnt natürlich die Karten auch sehr gerne alle mit auf die Liste nehmen. Bedeutet, wenn ihr sagt, ich möchte sowieso nicht so lange halten, die Karten, dann könnt ihr die Karten natürlich auch sehr gerne mit auf die Liste nehmen. Also alle Karten genau zu dem Preis einkaufen, die ich gerade genannt habe. Und dann halt so anbieten, dass ihr pro Karte 1.000 bis 2.000 Coins macht. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt mal rüber zu ein paar UV-Karten. Und ja, da starten wir einfach rein mit dem Toprak. Den hatte ich ja eben schon gezeigt bei den 88ern. Ist halt sehr, sehr billig. Bis 21.000 Coins kann man da nichts falsch machen. Hat sehr gute Stats. Natürlich, die Problematik bei ihm ist, dass er halt nicht Top 9 Nationen ist und Top 5 Fliegen. Ist die einzigste Problematik. Aber trotzdem denke ich, dass dort einige Karten von weggehen können. Dann jetzt hier noch eine weitere Karte. Ist einmal der Carter Vickers, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir auf jeden Fall leid. Ja, auch hier gute Stats, theoretisch 86 Pace als Innenverteidiger, sehr nice. Trotzdem muss man auch hier sagen, United States natürlich nicht die Top 9 Nation und ja, die skottische Liga natürlich auch nicht die beste Liga. Deswegen auch hier nur bis 21.000 Coins die Karte mitnehmen. Dann hier der Fährmann, ist schon sympathischer auf jeden Fall, weil Niederlande ist halt Top 9 Nationen. Eredivisie ist jetzt natürlich nicht Top 5 Ligen, trotzdem kann man das einer der Top Ligen zuordnen. Und Rüllet Stats und so auch sehr nice, bis maximal 20.000 Coins. Dann jetzt hier noch eine 89er Karte, der Götzü, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Auf jeden Fall hier kann man den auch bis 29.000 Coins einmal mitnehmen. Ja, ist jetzt nicht die sympathischste Karte, muss man ehrlich sagen. Trotzdem, 29.000 Coins ist relativ gut. Und wenn ihr die auch so für 2.000 bis 3.000 Coins teurer anbietet, dann kann man da auch nichts falsch machen. Dann jetzt hier noch eine weitere, ist der Murata einmal. Murata, sehr, sehr nice Karte. Das ist auch meine Favoritenkarte von den UV-Karten jetzt hier. Also, wenn ihr den bis 22.000 Coins bekommt, ich denke, da kommen einige Karten auf den Transfermarkt, weil halt durchgängig Packs gezogen werden, bedeutet, einige bieten den natürlich auch so an, dass der sofort halt weggeht. Ja, denke ich dann auch, dass einige Karten bis 22.000 Coins auf den Transfermarkt draufkommen. Und ja, wenn ihr den dann so 2.000 bis 3.000 Coins teurer anbietet, der hat Bomben-Stats theoretisch, spielt halt in der spanischen Liga, hat halt die Nation, Top 9 Nationen, Spain, Spanien halt. Und ja, das ist eine super Karte, meine Favoritenkarte. Und ja, bis 22.000 Coins kann man da überhaupt nichts falsch machen. Und dann gehen wir jetzt mal rüber auf die PlayStation, wo es noch eine Low-Budget-Trading-Methode gibt. Und da geht's einmal rüber. Sniping-Filter-Methode. Und zwar, da könnt ihr einmal die Qualität Gold häufig einstellen. Und alle goldhäufigen Karten bis maximal 400 Coins einmal snipen. Ihr könnt sehen, hier kommen sehr, sehr viele Karten drauf. Auch für 350 Coins. Hier halt die Problematik ist,
Man kann ihn nicht so schnell snipen, also ihr braucht schon mal so 3 Versuche oder so, bis ihr eine Karte gesniped hat. Aber trotzdem könnt ihr die Karten dann so anbieten. 600 Sofortkaufpreis, 550 Startpreis. Denn wir können uns auch hier einmal angucken, bei 600 Sofortkaufpreis gehen die ungefähr nach 50 Minuten weg. Und wenn ihr das jetzt bei jeder Karte oder so macht, dann macht ihr immer einen Gewinn von 150 Coins. Also da kann man auf jeden Fall auch nichts falsch machen, wenn ihr die bis 400 Coins maximal gesniped bekommt. Wie gesagt, hier kommen einige Karten auf den Transfermarkt und da kann man dann auch nichts falsch machen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und dann, ciao, ciao.